Keinen Platz für Kriegsverbrecher! Keinen Platz für Kriegsverbrecher! Grund tatsächlich für immer zu sehen ist, dass es der Auslöser war, dieser Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Deshalb eröffnen wir hier diesen Platz und das soll immer gesehen werden, das soll immer im Zentrum stehen und das soll den Menschen tatsächlich auch ins Auge fallen. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass wir so ein gutes Wetter haben und wir hören noch einmal Musik und dann werden wir den Gesandten bitten, das Schild zu eröffnen. Dankeschön. Für Kriegsverbrecher! Keinen Platz für Kriegsverbrecher! Diesen lebendigen Marktplatz in einem Ort der Vielfalt. Und Sie wissen das auch, Odessa ist ein Ort der Vielfalt. Eine chaotische Mischung der Nationen, Kulturen, Religionen und Sprachen. Odessa, wie andere ukrainische Städte, leiden heute unter ständigem russischen Raketenbeschuss. Jeden Tag fallen Bomben, jeden Tag fallen Raketen auf ukrainische Städte. Und Sie haben schon Dnipro erwähnt, also das letzte Schrecken vorgestern mit zahlreichen Toten und Verletzten. Odessa bleibt... Keinen Platz für Kriegsverbrecher! Keinen Platz für Kriegsverbrecher! Und es gelang, die Wunschstelle zu retten, 2014 auf dem Maidan mit dem Wunsch, den Aufbruch nach Europa, den Aufbruch zu den europäischen Werten, zu den europäischen Menschen. Und die Russen hatten nichts anderes zu tun, als in Folge Krieg anzuzetteln, die Krim zu annektieren. Und eigentlich kommen wir fast 8-9 Jahre zu spät. Europa hätte schon 2014 Schluss sein müssen. Und wir haben es nicht getan. Und wenn es eine Lehre gibt, ist die erste, ist, dass wir nie wieder Machthaber, die genau zu solchen Dingen fähig sind, die sind zu solchen Dingen fähig, wir wussten es seit Tschetschenien, wir wussten es nach Georgien, Einheit gebieten und sie nicht mal ruhig. Und insofern ist es, glaube ich, ein Punkt, der uns alle mahnt, wachsam zu sein in Zukunft gegen autokratischen Herrschern, insbesondere gegenüber autokratischen Herrschern aus Russland. Und wenn ich die Initiative der Regierenden Bürgermeister im Sommer haben wir als Bezirksamt sofort aufgegriffen. Wir haben Martin Schäfer und ich haben diese Vorlage ins Bezirksamt eingebracht und wir haben gesagt, wir nehmen die ukrainische Hafenstadt Odessa. Und wenn uns Leute fragen, warum haben sie Odessa genommen, dann gibt es vor allem drei Gründe. Zum einen, Odessa steht wie jede ukrainische Stadt, jedes ukrainische Dorf für den Verteidigungskampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Wir hätten auch die Hauptstadt Krim nennen können, die auch ukrainisch ist. Aber wir haben Odessa genommen auch, weil Odessa ein strategischer Ort ist für den Freiheitskampf und für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine. Es ist ein strategischer Ort, die Schwarzmeerflotte der Ukraine ist dort stationiert. Wir haben die Situation, dass es ein strategischer Handelsort ist mit dem Hafen und dass es eine internationale Millionenstadt ist, eine internationale. Und das ist auch der dritte Grund, weil ich glaube, Odessa steht wie kaum eine andere Stadt in der Ukraine für die Internationalität und für den europäischen Aufbau. Und insofern war es für uns der Wunsch, diese Stadt hier, auch hier gerade in Karlshorst, die ja auch natürlich auch sehr wechselvolle Geschichte hat, diesen Platz hier nach Odessa zu bringen.
Und manchmal fragt man sich, braucht es solche Symbole in solchen Malen? Braucht diese Ukraine nicht eher noch andere Unterstützung? Ja, sie brauchen andere Unterstützung. Aber ich erinnere mich an den berühmten Satz von Wolf Biermann, der mal sagte, auch die guten Leute brauchen manchmal auch gute Leute. Und genauso braucht es auch manchmal Symbole, um uns klarzumachen, ja, die Ukraine braucht weiter Unterstützung. Und zwar an Medikamenten, an Lebensmitteln, aber auch Unterstützung, damit sie sich nicht abschlachten müssen. Und insofern, glaube ich, sind auch so eine Plätze, so eine Platzbenennung da, um hier sich auch nochmal zu erinnern, dass dieser Kampf geführt werden muss, damit die Ukraine, damit eines Tages Frieden herrscht und die Ukraine ihren Weg nach Europa weiter fortführen kann. Und es braucht natürlich auch als Signal, dass hier Menschen aus der Ukraine sind. Wir haben knapp 5000 Menschen aus der Ukraine, inzwischen bin ich die, die bei Familien untergekommen sind, mit großer Solidarität, die aber auch in geflüchteten Unterkünften leben. Keinen Platz für Kriegsverbrecher! Keinen Platz für Kriegsverbrecher! Kriegsverbrecher!